Guten Abend und herzlich willkommen im Körperforum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit unserer heutigen Abendveranstaltung setzen wir unsere Reihe Stimmen der Freiheit fort, die von drei Stiftungen gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung als Medienpartner ausgerichtet wird. Mein Name ist Thomas Paulsen und ich darf Sie gleich im Namen des Vorstands von zwei der drei Stiftungen hier begrüßen. Zum einen der Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung, die sich dem historischen Exil widmet und heute den Sprung in die Gegenwart macht mit dieser Veranstaltung, und im Namen der Körperstiftung, die die Hamburger Tage des Exils ausrichtet, die im Herbst diesen Jahres zum dritten Mal stattfinden werden. Beide Stiftungen haben vor mehr als 5 Jahren diese Reihe gegründet, gemeinsam mit der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, um Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sich in ihren Heimatländern unter hohen Risiken für Menschenrechte, Demokratie und Medienfreiheit eingesetzt haben und die nicht selten ihr Land verlassen müssen, um Schutz im Exil zu finden. Die Gäste der Stimmen der Freiheit stammen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, in denen Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Menschenrechte nicht mehr gewährleistet ist. Mehrfach haben wir in dieser Veranstaltungsreihe zur Situation des Nahen und Mittleren Ostens gesprochen, uns mit Gefahren für Journalisten etwa im Iran oder in Syrien beschäftigt. Heute ist der Irak im Mittelpunkt unseres Abends und insbesondere die Situation der Kurden im Irak. Einige Stichworte dazu. Die Kurden spielten eine ganz zentrale Rolle im Kampf gegen den IS und die Rückeroberung der vom IS besetzten Gebiete. Sie können sich vielleicht auch noch erinnern an die Diskussion, die wir in Deutschland hatten, ob es eine gute Idee ist, den Kurden Waffen zu liefern, den Peschmerga oder nicht, und diese auszubilden. Damit verbunden, also mit dieser Rückeroberung der vom IS besetzten Gebiete, war auch eine Ausweitung des kurdischen Territoriums auf die Ölstadt Kirkuk, eine strategisch sehr wichtige Stadt im Irak. Am 25. September 2017 hielt die kurdische Regionalregierung unter Präsident Barzani ein Unabhängigkeitsreferendum ab, mit dem Ergebnis, dass über 90% der abgegebenen Stimmen für die Unabhängigkeit waren. Das Referendum wurde von der internationalen Gemeinschaft und auch von der irakischen Zentralregierung nicht anerkannt. Die kurdischen Truppen wurden aus den eroberten Gebieten wieder vertrieben. Viele Kurden fühlten sich verraten, ausgenutzt für den Kampf gegen den IS vom Westen und von der Zentralregierung und jetzt wieder fallen gelassen, wenn es um ihre Unabhängigkeit geht. Aber es gab auch unter den Kurden selbst eine ganze Reihe von Kritikern an dem Referendum, die darin eine Gefahr sahen für das, was man schon erreicht hatte. Über 100 Journalisten und Intellektuelle haben sich mit einem öffentlichen Brief gegen das Referendum damals gestellt und vor der möglichen Reaktion der irakischen Zentralregierung und der Gefahr für weitere Instabilität gewarnt. Viele von diesen Autoren dieses Briefes oder Unterzeichnern des Briefes wurden massiv bedroht, so auch unser heutiger Gast Kamal Komani, der ihn gleich im Anschluss von Martina Beurle von der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte vorgestellt wird, den ich aber an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen. Ich darf Ihnen an dieser Stelle unseren zweiten Podiumsgast vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass wir Birgit Svensson gewinnen konnten, bei dieser Diskussion mitzumachen. Frau Svensson arbeitet als Journalistin im Irak für deutsche Zeitungen und Radiosender, beispielsweise Die Zeit, Die Welt, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Und sie ist Mitglied im Weltreporter-Netzwerk. Sie ist seit vielen Jahren als Reporterin im Nahen und Mittleren Osten unterwegs, hat den zweiten Irakkrieg vor Ort erlebt, gehörte zu den ersten westlichen Journalistinnen, die nach der Großoffensive im November 2004 die Stadt Falluja besuchten und war zuletzt im Dezember 2013 dort, bevor die Terrorgruppe IS Anfang Januar die Stadt wieder unter ihre Kontrolle brachte. Im Oktober 2018 wird ihr Buch mit dem Titel Mörderische Freiheit, 15 Jahre zwischen Himmel und Hölle im Irak beim Herder Verlag erscheinen. Wir sind jetzt schon gespannt. Herzlich willkommen, Frau Svensson, hier im Körperforum.
Den heutigen Abend moderieren wird, wie immer in dieser Reihe, Wolfgang Krach, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, dem ich an dieser Stelle, wo sitzt er hier, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit über die vielen Jahre danken möchte. Herzlich willkommen, Herr Krach. Und bevor ich nun an Frau Beule übergebe, wünsche ich Ihnen und uns allen einen spannenden, interessanten, ertragreichen Abend und darf Sie schon jetzt dazu einladen, mit uns gemeinsam danach auf ein Wasser oder Wein das Gehörte weiter zu vertiefen. Vielen Dank. Lieber Herr Paulsen, lieber Sven Tetzlaff, lieber Wolfgang Krach, lieber Herr Professor Karpen, liebes Publikum, ich freue mich natürlich auch, dass wir wieder in einer neuen Runde nach 5 Jahren hier sind oder seit 5 Jahren nicht nach Stimmen für die Freiheit. Ich bin Martina Beuerle, Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Was wir tun, warum wir es tun, dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Zunächst aber zum heutigen Abend mit dem Titel Kurden unter Beschuss. Als Stimme der Freiheit haben wir, wie wir es gerade hörten, Kamal Chomani eingeladen. Er ist Journalist und politischer Analyst aus der Kurdenregion im Norden des Iraks. Zu Hause ist Kamal bekannt als Kritiker der politischen Repression und Korruption im Irak. Er beobachtet die politischen und militärischen Entwicklungen in seinem Land, aber auch in den anderen kurdischen Regionen, Syrien, Iran und in der Türkei. Im September 2017 aber geriet Kamal endgültig ins Visier der kurdischen Führung und ihrer Milizen, weil er sich, wie wir das gerade hörten, gegen das Unabhängigkeitsreferendum irakisch-Kurdistans ausgesprochen hatte. Das Referendum löste, wie wir hörten, weltweite Kritik aus und die irakische Regierung hat es nicht anerkannt. Aber für Kamal wurde es danach lebensgefährlich. Anrufe, Drohbriefe, Morddrohung und ein Entführungsversuch auf einer politischen Demonstration. Den Entführungsversuch überlebte er nur durch die schnelle Hilfe seiner umstehenden Gleichgesinnten. Polizisten versuchten ihn festzunehmen, zerrten an ihm. Seine Mitstreiter zogen ihn nach hinten weg und gaben ihm geschlossen Schutz. Wäre ich verhaftet worden, so sagt er, dann wäre ich im Gefängnis totgeschlagen worden. So wie es auch anderen mit anderen geschehen ist. Nach diesem Vorfall ging Kamal nicht mehr in die Öffentlichkeit. Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte holte ihn diesen April 2018 nach Hamburg. In einem Interview mit der Körperstiftung sagte er, ich zitiere ihn mal, nun bin ich seit 2 Monaten in Hamburg und stelle fest, dass ich meinen Einfluss auf die Geschehnisse im Irak beibehalten konnte, indem ich politische Kommentare schreibe und viele andere aktive Menschen treffe und mit ihnen diskutiere. In gewisser Weise ist meine Situation im Exil sogar besser, denn ich stehe nicht mehr unter Druck. Ich kann sagen und schreiben, was ich möchte und bin keinen Zwängen ausgesetzt. Außerdem habe ich dank des Stipendiums viel mehr Zeit zum Recherchieren und Schreiben. Ich habe mehrere Artikel verfasst und ein Kapitel für ein Buch fertiggestellt, das voraussichtlich im November veröffentlicht wird. Die kurdischen Intellektuellen, Journalisten, Schriftsteller und Akademiker leben in permanenter Angst vor Unterdrückung und Bedrohung, wenn sie öffentlich ihre Meinung sagen. Seit ich im Exil lebe, habe ich eine Menge geschafft, weil ich mich davon nicht mehr eingeschränkt fühle. Lieber Kamal, schön, dass du heute da bist. Eines dürfen wir nicht vergessen, Kriegs- und Krisenreporter Birgit Svensson, Kamal Chomani sorgen mit ihren Berichten dafür, dass wir uns nicht so einfach aus der Mitverantwortung davonstehlen können. Wenn Menschen sich in großer Zahl auf die Flucht begeben, dann hat die internationale Gesellschaft versagt. Für diesen nicht immer ungefährlichen Einsatz, liebe Birgit, lieber Kamal, möchten wir euch danken. Und Herr Paulsen hat bereits die gut eingespielte Zusammenarbeit mit der Süddeutschen beschrieben. Ich freue mich natürlich auch, lieber Wolfgang, dass du heute wieder moderieren wirst. Es ist eine schöne Tradition
Zum Schluss noch die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Was macht sie? Vor über 30 Jahren, genau 32 Jahren, wurde die Stiftung von Dr. Klaus von Donani, damaliger Bürgermeister der Stadt Hamburg, als unabhängige NGO, Nichtregierungsorganisation, gegründet. Wir haben es gehört, Klaus von Donani ist heute unser Ehrenvorsitzender und hat vor 2 Tagen seinen 90. gefeiert. Für ein Jahr laden wir Menschen ein, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und deswegen verfolgt werden. Hier können sie in Freiheit und Sicherheit arbeiten, nachdenken, Bücher schreiben und vor allem immer wieder öffentlich auftreten. Hier können sie, wie es Kamal im Körper-Interview sagt, sich mit Vertretern der deutschen Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft vernetzen. Von Hamburg aus setzen sie ihre wichtige Arbeit fort und kehren nach einem Jahr in der Regel in ihr Land zurück. Ohne mutige Menschen wie Kamal Chomani kann es in den Krisenregionen der Welt keinen nachhaltigen Wandel geben. Nur wo Recht und Freiheit herrschen, wo die Menschenrechte eingehalten werden, kommt der Gedanke an Flucht gar nicht erst auf. Vielen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen nochmal für einen Bayer, der immer wieder nach Hamburg kommt. Es ist sehr schön, hier zu sein. Erstens sind hier beim Körperforum immer wieder sehr viele vertraute Gesichter. Es ist ein sehr treues Publikum, habe ich das Gefühl. Das ist das, was ich besonders schätze. Den Nieselregen draußen, den schätze ich auch, aber weniger als das Publikum hier. Der ist nämlich auch nahezu immer wiederkehrend, wenn ich hier bin. Also ich habe aber ein paar Jahre in Hamburg gelebt, deswegen kenne ich das und bin unverdrossen. Ja, eigentlich kann es keinen besseren Tag geben, als über die Kurden zu reden. 6 Wochen nach der Wahl im Irak und einen Tag nach der Wahl in der Türkei. Beide Wahlen haben erheblichen Einfluss auf diese Frage, was mit den Kurden weiter passiert. Über all dies werden wir heute Abend reden, diskutieren mit 2 Menschen, die selbst in der Region gelebt haben oder leben. Ich wollte gerne aber zum Prozedere heute Abend noch was sagen. Wir werden eine gute Stunde hier auf der Bühne reden, Fragen stellen. Dann würden wir das öffnen zum Publikum. Das heißt, Sie können auch dann Fragen stellen und wir sollten, ist mir gesagt worden, ungefähr um 8:30 fertig sein, dann ist auch der Regen vorüber. Ja, Frau Svensson, vielleicht die erste Frage an Sie. Die Wahl im Irak am 12. Mai hat ja doch ein Ergebnis gebracht, das viele nicht erwartet haben. Vielleicht können Sie als jemand, die seit nun fast 15 Jahren in diesem Land mehr oder weniger lebt, versuchen mal einzuordnen, wie Sie diese Wahl, das Ergebnis bewerten. Da taucht dann Muqtada al-Sadr wieder auf, den wir alle noch kennen aus dem Irakkrieg als schiitischen Führer. Wie bewerten Sie diese Wahl in der Geschichte des Irak und was bedeutet sie aus Ihrer Sicht für die Frage, was mit den Kurden in diesem Land passiert? Also im Irak gibt es eigentlich jetzt eine neue Zeitrechnung. Und zwar heißt die Vor- und nach Daesh, also dem IS. Und das zeichnete sich eigentlich schon ab in der Wahlkampagne. Also dass ganz, ganz viele junge Leute kandidiert haben für das Parlament. Ich bin also durch Bagdad gefahren und habe die Poster gesehen überall und es waren alles neue Köpfe. Ich habe kaum alte Köpfe, also bekannte Köpfe gefunden, die sich da aufstellen haben lassen. Außer Haider al-Abadi, den Premierminister und den vorigen Premierminister Nouri al-Maliki und vielleicht noch 2, 3 andere, aber so, ansonsten waren es alles neue Köpfe. Und es war damals, zeichnete sich schon so ungefähr 4 Wochen vor der Wahl ab, dass wirklich neue Konstellationen, neue Listen, neue Parteien, neue Gruppierungen sich gefunden haben. Und zwar über die ethnischen und religiösen Grenzen hinaus. Also man hat plötzlich Gruppierungen gehabt, wo Sunniten, Schiiten, Kurden, alles bunt gemischt waren und es zählte das Programm. Also was will man erreichen?
Und das Dominierende in dem Wahlkampf war der Kampf gegen die Korruption. Ganz klar, alle haben das auf ihre Fahnen geschrieben gehabt, wie bekämpfen wir die Korruption, und jeder hatte natürlich ein anderes Rezept. Also das war die Gangart. Und das ist dann auch dabei rausgekommen, bei dem Wahlergebnis, dass wirklich also die Jungen, die neuen Parteien und Gruppierungen gewählt worden sind. Wir haben also zwei neue Gruppierungen an der Spitze. Das ist einmal Sairun, das heißt witzigerweise En Marche. Also ob das jetzt bewusst ist oder nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie das ganz bewusst genommen haben. Sairun ist ein Bündnis von 8 unterschiedlichen Parteien. Und da ist eben Muqtada al-Sadr als religiöser Führer mit dabei, aber auch die Kommunisten. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, holla, das ist ja wirklich bemerkenswert. Dann sind noch Parteien dabei, die also zivilgesellschaftlich unterwegs waren, die zum Beispiel die ganzen Demonstrationen geleitet haben. Vor 3 Jahren ging das los, eigentlich ganz, das hat man hier gar nicht so mitgekriegt, aber wir im Irak haben das schon mitgekriegt. Es ging eigentlich los, und zwar die Leute haben zu wenig Strom gehabt. In Basra vor allen Dingen und auch in Bagdad im Sommer. Und da formierte sich so eine Demonstrationsbewegung, wir wollen mehr Strom. Und so ganz grassroot-mäßig, also Bürgerbewegung, hat das angefangen. Und diese kleinen Bürgerbewegungsparteien haben sich dann zu Sairun zusammengeschlossen. Auch Muqtada al-Sadr war übrigens bei dieser Bürgerbewegung dabei. Er hat sich dann zum Schluss sogar an die Spitze gesetzt. Man mag denken, was man will darüber. Es gibt auch Kritiker, die sagen, er hat sie gekidnappt oder gehijackt, aber er war zumindest dann der Kopf dieser Bürgerbewegung, und daraus ist diese Sairun entstanden. Und der zweite Sieger bei der Wahl war Fatah. Das ist also die Schiitenmilizen, eine Partei, die also aus den Schiitenmilizen heraus entstanden ist, die ganz bedeutend waren in der Zurückeroberung von Tikrit, aber auch Mosul. Also die beiden neu entstandenen Parteien im Zuge von Daesh haben die Wahl gewonnen. Und die alten Parteien sind auf der Strecke geblieben. Also zum Beispiel Al-Abadi kam nur auf Platz 3, Maliki 4 und so weiter und so fort. Und sie haben also unter 30 Sitze nur, also sind eigentlich marginal. Natürlich jetzt als Koalitionspartner sind sie interessant, müssen sie auch, man muss auch mit ihnen reden. Aber die Wahlen gewonnen haben 2 absolut neue Parteien und sehr viele neue Kandidaten. Kamal, what do you think the result of the election in Iraq, what does this mean for the Kurds in Iraq? You know, the Iraq elections came after 3 very important events in Iraq. And the first event was the Kurdish referendum that was held in September 2017. Then the second was, it was after ISIS, the defeat of ISIS. And the third one was the mass demonstrations that were happening in Baghdad. These 3 events largely influenced the Iraqi elections. For example, the massive anti-corruption, the protests in Baghdad and other areas of Baghdad in Iraq, so led to a coalition of the communists, civil society movements, with one of the militia forces or sectarian leaders in the past was Muqtada al-Sadr, and they formed a new coalition, and this coalition became the first winner in the Iraqi elections. And the second one, which was the ISIS, also led to new coalitions like al-Fatah, because they were the ones who were fighting against ISIS, and they were largely appreciated by the Marja, the supreme, the leader, the what's called Marja. This is the religious leaders. Yeah, the religious Shia leaders religious in Najaf, leaders. Yeah. And also, you know, the people. That's why they became the second winner in Iraqi elections. And the third one was the Kurdish referendum that failed. And after when the Kurdistan region exported its oil and explored oil after 2007, then Masoud Barzani, the current
or the former Kurdistan region president, he became more popular, and his quest for hegemony in Iraq, as well as in Kurdistan region, I mean, and also the parts of Kurdistan, like in Turkey, in Iran, and Syria. His quest for this hegemony led him to talk about the independence and establishing a Kurdish state, whereas his party before, they were not for independence. And after years, you know, that independence discourse created issues with Baghdad, especially during the Maliki, and then in 2003, the Kurdistan regional government exported oil independently, that even intensified and severed the relations between Baghdad and the Kurdistan regional government. When the Kurdistan regional government, or the referendum led by Masoud Barzani, failed after it was held, I mean, it was held successfully, and lots of people, or the majority of people, absolute majority of people, vote for independence. But then in 16 October, then the Iraqi government took revenge and they came back to the Kurdistan region. Just a short break, because there's a problem with the translation in German. Just if it's solved, the problem, we can continue. You just, können Sie mir noch ein kurzes Zeichen geben, wenn die Übersetzung wieder funktioniert, dann... Okay. Yeah. So you can continue. It's okay. There was a problem with the translation. Oh, okay. Yes. So the referendum was held in 25 September 2017, and even though the majority of people voted for referendum, but you know, the referendum, because it was more something personal, it was the Kurdistan region was not prepared for holding referendum, and Kurdistan region did not negotiate the referendum with Baghdad, with the regional countries, and then it failed. When it failed, then it was for the first time that this Kurdish nationalism, it's also failed, because we were in the Kurdistan region, we were in a huge discussion. There was a huge debate between the political parties whether that after 2003, whether we should continue the same rhetoric that we had before 2003, when we were fighting against Baghdad, when we were fighting against the Iraqi governments. Because until 1991, the Kurdish revolutions were in the mountains and fighting against Baghdad. And after 1991, until 2003, this Kurdish nationalism was so strong. But after 2003, then this debate was in the media, within the political parties. Then, so this was a discussion, because many opposition parties were thinking that we do not want to have this rhetoric, because we are part of Iraq and we should continue this. We should continue our fight in Baghdad rather than in Erbil. We will come back to this later, but I want you to repeat my question in a very simple way. The election in Iraq, from the May election, the result of the election, do you think the result will help Kurdish autonomy in Iraq or not? You know, the Kurdish autonomy in Iraq, it is constitutional. And after 2003, then in 2005, the majority of people in Iraq, then we drafted a new constitution. Based on that constitution, the Kurdistan region is an autonomous, a federal region. We have our own presidency, our own parliament, our own government. And this is constitutional, it will not be affected. But before referendum, before the election as well, we had some kind of sovereign powers or sovereign authority, like the airports were under the control of the Kurdistan region. We had somehow a kind of para-diplomacy. We were, you know, our ministry of, or Department of Foreign Relations were dealing as if a foreign minister of a sovereign state. And also we had control over the budget, over the control over oil and Kirkuk, disputed years. But after the referendum, then we lost all these powers and all these authorities. We lost the disputed areas. And the disputed areas, again, remain as one of the issues between Kurdistan region and Baghdad. And whether this, after the elections, this Kurdistan regional government as a autonomous or a federal region will remain or not, of course, it will remain, partly because it is constitutional, and also the Kurdish people, even though we lost the referendum, but the loss of referendum was not the loss of the Kurdistan, it was rather the loss of
certain politicians and political parties, and then now we have returned to Baghdad, and majority of the Kurdish political parties are for unity of Iraq and also forming the new Iraqi government. And one of the another thing that also is helping the Kurdistan region to be more powerful, to be also powerful in Baghdad, is before the elections we were thinking that one of the political coalitions might win a majority that will be able to form a new government in Baghdad, a majoritarian government, because from 2003 until now, the Iraqi government have been formed based on ethno-sectarian rulings in Baghdad. So now we are also going back to Baghdad and will be part of the government, because none of the political parties will be able to form a majoritarian government to ignore the Kurdish political parties. Frau Svensson, ich gehe nochmal zur Frage zurück. Wie glauben Sie denn, dass die neue Regierung, die es in Baghdad ja noch nicht gibt, aber irgendwann geben wird, Kamal hat es gesagt, die Autonomie der Kurden ist in der autonomen Region vor dem Referendum größer gewesen. Diese Beispiele mit Flughäfen, Zugang zu Kirkuk, zum Öl, als sie heute ist. Wie wird sich das auswirken aus Ihrer Sicht? Also ich versuche das ein bisschen zu sortieren. Bevor 2003, also bevor Saddam gestürzt worden ist, hatten die Kurden eine sogenannte Flugverbotszone. Die sollte den Kurden Schutz geben vor Saddam Hussein, der ja die Kurden, kann man schon sagen, verfolgt hat. Das ist nach seinem Sturz eigentlich erst rausgekommen, wie viele Kurden durch Saddam Hussein und die irakische Armee und seine Schergen, sage ich jetzt mal, ermordet worden sind. Das waren ungefähr 180.000, hat man festgestellt. Die sind zum Teil deportiert worden. Sie haben auch einen Aufstand gegen Saddam teilweise gemacht, der dann blutig niedergeschlagen wurde. Er hat sie aus Kirkuk vertrieben. Kirkuk war immer schon der Streitpunkt und ist es bis heute. Kirkuk ist eine reiche Ölstadt, eigentlich die Ölstadt im Norden. Was Basra im Süden ist, ist Kirkuk im Norden. Und es ging immer um das Öl in Kirkuk. Also mehr Fluch als Segen, sagen mir die Leute in Kirkuk, ist das Öl für uns. Also Saddam hat die Kurden aus Kirkuk vertrieben und die Araber angesiedelt. Also es war ein unglaubliches Gemetzel, aber nicht nur um Kirkuk, sondern auch während des Krieges zwischen Iran und Irak. Er hat Senfgas gegen die Kurden eingesetzt und so weiter. Also dann hat die UNO beschlossen, eine Flugverbotszone, sodass die Kurden geschützt worden sind. In dieser Zeit, das war von 1991 ungefähr oder 92 bis 2003, wurde in Kurdistan eine sogenannte Autonomie hergestellt. Es wurden dann die zerstörten Dörfer wieder aufgebaut und übrigens auch durch deutsche Organisationen teilweise. So, 2003 kam, Saddam war weg. Die Kurden haben dann eine ziemlich starke Autonomie genossen. Das heißt, sie haben sich aber dann auch im Zuge des Sturzes von Saddam Hussein selber geeint. Bis dahin gab es nämlich ein Parlament in Sulaymaniyah, ein kurdisches Regionalparlament und in Erbil. Und dann haben sie gesagt, wir wollen stark sein, wir tun uns jetzt zusammen und sprechen in Bagdad mit einer Stimme. Das heißt, sie haben dann die ganzen kurdischen Institutionen wie Regionalparlament, Ministerien und so weiter, also Regionalministerien, nach Erbil verlegt und haben auch verabredet, dass Masud Barzani, der Kurdenführer in Kurdistan, sozusagen in den drei Autonomieregionen, die Autonomieregionen sind Erbil, Sulaymaniyah und Dohuk. Das sind drei Provinzen, die sozusagen zu dieser Autonomieregion zählen. Und Barzani, sie haben also dann die beiden Kurdenführer Barzani und Talabani haben Arbeitsteilung, wenn man so will, verabredet. Der eine sollte also für die kurdischen Autonomiegebiete zuständig sein und der andere war Staatspräsident Iraks. Das muss man sich mal vorstellen. Der erste kurdische Staatspräsident Iraks wurde Jalal Talabani.
So, und das ging auch jahrelang sehr, sehr gut. Also die Kurdenregion boomte auch deshalb, weil eben in Bagdad dann der Bürgerkrieg tobte zwischen Schiiten und Sunniten, konnte sich die Region oben im Norden sehr, sehr gut entwickeln. Viele, auch ich übrigens, haben dann Schutz gesucht in Kurdistan. Ich bin 2006 dann nach Erbil gezogen, als es wirklich in Bagdad zu gefährlich wurde, mit Kollegen von Al-Hurra, dem irakischen Sender, Fernsehsender, und mit zwei Kollegen von einer Tageszeitung. Wir haben uns dann ein Haus in Erbil gemietet und sind dann immer hin und her zwischen Bagdad und Erbil. Und das haben viele gemacht, das haben Tausende gemacht. Also die kurdische Region, die boomte, die hat profitiert davon, dass im Rest Iraks der Terror tobte, und sie waren also sozusagen der sichere Hafen in der Zeit. So, das ging also bis ungefähr 2011. Boomte die Region ohne Ende. Kurdistan hatte die höchsten ausländischen Direktinvestitionen in der ganzen Region damals. Erbil wuchs von 750.000 Einwohner beim Sturz Saddams auf 1,3 Millionen. Ja, also ganz, ganz schnell. So, und dann brach der Ölpreis ein, dann wurde die Wirtschaft stagnierte. Das war dann sehr, sehr stark spürbar 2013, das war noch vor Daesh, zeichnete sich die Wirtschaftskrise schon ab, und dann kam Daesh, und das war natürlich dann noch zusätzlich eine Bedrohung. Aber als Daesh kam, haben die sowohl Kirkuk natürlich wollten sie haben, weil Öl war das begehrte die Finanzquelle. Und die Peschmerga hat es geschafft, also Kirkuk sozusagen zu verteidigen, beziehungsweise dass es nicht in die Hände von Daesh fällt, und haben dann Kirkuk für sich reklamiert, was vorher aber unter der Kontrolle Bagdads war. Und das gab es für andere Gebiete auch, für sehr viele. Sinjar zum Beispiel, wir erinnern uns, dass da, wo die Jesiden gewohnt haben oder wohnen. Dann auch Karakosch, die Christenstadt mit 60.000 Einwohnern und. Also sehr viele Gebiete, nicht nur Kirkuk, aber Kirkuk war die größte Stadt, haben sozusagen die Peschmerga oder die Kurden dann unter ihre Kontrolle gebracht, was früher unter der Kontrolle Bagdads war. Und das ist jetzt das, was Kamal gesagt hat, die umstrittenen Gebiete. Ja? Und die haben dann die Kurden durch ihr Referendum für sich reklamiert. Das hätte aber bedeutet, dass Kurdistan, also die ursprüngliche Region Kurdistan, um 40% gewachsen wäre und Bagdad die Kontrolle verloren hätte. Und das war der Zankapfel. Wenn die Kurden ihr Referendum nur auf die drei Kurdenprovinzen beschränkt hätten, also wie ich schon sagte, Duhok, Sulaymaniyya, Erbil, hätten sie ihren, bin ich davon überzeugt, hätten sie ihren eigenen Staat. Aber Kirkuk und die anderen Gebiete, Karakosch, wie ich vorhin sagte, auch Sinjar, das war das Problem. Come on, you could follow? Yeah. Okay. So, you were in opposition, it was mentioned before, to this referendum last year. Were you against this referendum because of the reason that Birgit Swensen said, that you were afraid that this could not help but damage the Kurdish situation in Iraq? Yeah, apart from that, in Kurdistan region, we knew that, you know, because we had lots of domestic issues, and especially we had massive corruption in the Kurdistan region, and the Kurdistan region market has been completely controlled by two ruling parties, the Kurdistan Democratic Party and the PUK, the Patriotic Union of Kurdistan. They have controlled the whole market, and the Kurdistan regional government as a government is also controlled by these two parties. And these two parties are also like, you know, they have two families, Talabani and Barzani family. The Talabani was the former Iraqi president. Barzani is the former Kurdistan region president. And for example, just to give you an example, the head of the Kurdistan region was Masoud Barzani. The prime minister was Nechirvan Barzani. His son-in-law and his nephew. Barzani. The head of intelligence force was also his son. And the Peshmerga was the head of the, one of the heads of the Peshmerga was his son. And all his brothers and sons and, you know, nephews
cousins, all of them have control. Yeah. You know, for example, Sirwan Barzani, he was one of the commanders of the Peshmerga. He is one of the billionaires in the Kurdistan region. So we were thinking that, apart from what she said, if this Kurdistan region become an independent Kurdistan, it will not be a democratic state. It will be completely like the other Gulf states, and especially it will be another Saudi Arabia. And we, you know, the people that we were for democracy, human rights, and freedom of speech, we, our struggle for democracy within Iraq is much easier than being an independent state. Because if it had become an independent state, then they would be, in the name of protecting the state, they would kill, you know, they would crack down on the political dissent, they would crack down on the, eliminate the, the critical voices. It has not become an independent state. They had tried to accuse us that we had a different or a critical view toward the referendum, that we were betraying the nation, that we are traitors, that we are funded by the local, regional, and international powers to fight against this referendum. In the meantime, we have had the Peshmerga until 1991. These Peshmerga were very much, you know, respected, and they were sacred for us. You know, my uncle was a Peshmerga commander, and he was killed in 1982. My cousin was a Peshmerga, and fighting against, you know, both were fighting against Saddam, and he was killed in 1982. And I have carried the name of my cousin. But after 1991, this Peshmerga lost the respect within the Kurdish population, because in 1994, these two ruling parties, the KDP and PUK, started a civil war. You know, almost 12,000 people were killed in the fighting between KDP and PUK. Thousands of people were displaced. And Kurdistan region, only three provinces were divided into two parties, Sulaymaniye and also the Erbil. Sulaymaniye was controlled by PUK, and Erbil was controlled by KDP. And the Peshmerga, we were against this referendum because the Peshmerga was not united. Still, the Peshmerga is a militia force controlled by KDP and PUK, and also security forces. Again, it's controlled, you know, by KDP and PUK. The intelligence forces, KDP and PUK. Everything is KDP and PUK. So we were thinking, we were saying that you are announcing a state, you are not establishing a state. If you want to build a state, you should have the, you know, the infrastructure. Then we go for an independent state. Because of all these reasons, you know, we were thinking that this referendum will be failed. And it was so clear that, you know, and also another reason, I was personally, you know, meeting lots of diplomats, and also, you know, I was following what's going on in EU, UK, and also United States with regard to their position toward the referendum. Everyone was against. Every single country around the world was against the referendum. And during the referendum, the EU countries, as well as the United States, they gave a very, very great offer to the Kurdistan regional government. And they were, you know, they just, it was a very, very great document that signed by, you know, suggested by United States and also the EU countries accepted that if you suspend this referendum, if your constitutional demands within the Iraqi government were not accepted, then we support this referendum at that time. So it was something great, you know. The defense secretary of US, he came to Kurdistan region just to ask Masoud Barzani. And for us, for the Kurdish people, it was a chance. Okay, we would have a document post-elections, we would use that document. If the Iraqi government had not accepted the demands, then at that time we would go for a referendum. In the meantime, Kurdistan region is a landlocked country. And we have no gates to the sea. And you know, in Iran, in Turkey, in Syria, they also have the Kurdish question. You may know much better, you know, about with regard to Turkey. And Turkey and also Iran, if they had closed, as they closed, the border point is, then the Kurdistan regional state, which was about to, if it was born, then it would have been suffocated. For all these reasons, we were against referendum, and we were expecting the consequences
were would be very much catastrophic, and as it happened, it was very much catastrophic. Was meinst du, Sie wollten was ergänzen? Ja, ich wollte noch was ergänzen zu ihm, und zwar, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass enorme Euphorie in Kurdistan herrschte für dieses Referendum, für einen eigenen Staat. Die Leute waren begeistert, sie wollten das auch. Und nochmal anzuknüpfen an das, was er gesagt hat mit der Peschmerga. Ich war in Erbil im Juli 2014. Das war kurz nachdem der IS Mosul und Tikrit übernommen hatte. Und da war die Euphorie für die Peschmerga enorm. Also alle, wenn man den Fernseher angemacht hat, es waren nur Kampfeslieder und Guerillasänge und Gesänge. Und ich habe Ihnen was mitgebracht. Das möchte ich jetzt mal zeigen, weil das gab es überall in Kurdistan. Serving Kurdistan is our duty. Überall gab es solche Peschmerga-T-Shirts und man konnte also Peschmerga-Uniformen kaufen und. Also, und zwar einfach auch deshalb, weil von der irakischen Armee sind sehr viele desertiert und man sagte, die Peschmerga wird das richten, die machen das. Also die Euphorie gegenüber der Peschmerga war enorm und man hatte sehr, sehr große Hoffnungen auf die Peschmerga. Das änderte sich dann nachher, als nämlich im August der Angriff auf Erbil und Dohuk erfolgte, und die Peschmerga sich auch zurückzog, weil sie dem nicht standhalten konnte. Sie haben dann alle Divisionen auf Kirkuk gezogen, also Kirkuk durfte nicht fallen, und haben aber dann die anderen Gebiete, also wie Karakosch, die Christenstadt oder auch Sinjar, vernachlässigt. Und da gab es schon den ersten Dämpfer der Bevölkerung, die sagten, hallo, wieso haut ihr auch ab, wie die Soldaten der irakischen Armee. Und jetzt, aber wenn Sie jetzt in Erbil sind, sehen Sie keine T-Shirts mehr, es gibt keine Peschmerga-Läden mehr. Also die Einstellung gegenüber der Peschmerga hat sich enorm geändert. Man sieht sie jetzt sehr kritisch, auch, was er schon angedeutet hat, auch, weil sie sich aus Kirkuk dann auch zurückgezogen haben, als die irakische Armee anrückte und Bagdad Kirkuk wieder für sich reklamierte. Es war eine irre Situation. Ich war zum Referendum nämlich in Kirkuk am 25. September und auch später nochmal. Da hatte die irakische Armee schon einen Ring um Kirkuk gebildet und die haben einfach ihren Anspruch auf Kirkuk geltend gemacht. Und dann gab es einen Deal, wie man jetzt heute sagt, nämlich dass die PUK, also die Partei Talabanis aus Sulaymaniyah, ihre Peschmerga-Divisionen aus Kirkuk zurückgezogen hat und sozusagen die irakische Armee dann reingelassen hat. Das sagt jetzt Masoud Barzani in Erbil, dass die in Sulaymaniyah Verräter seien. Und da geht es also zwischen den Kurden, ist ein enormer Zwist im Moment, ein enormer Streit im Moment. Und aber also ich sehe das aus Bagdader Sicht, die PUK hat einfach einen Bürgerkrieg verhindert. Das war drauf und dran. Die Spannung war so stark, ich habe das kaum ausgehalten in Kirkuk, dass wir alle damit gerechnet haben, jetzt geht die irakische Armee gegen die Peschmerga. Die haben vor ein paar Monaten noch zusammen gegen Daesh gekämpft, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Also das war die Situation im Oktober 2017. Kamal, you had been working as a journalist in Kurdistan. Maybe you can speak about how does it mean to work as a journalist there, or what had it meant at that time? How could you do your work? What did you do? What were the circumstances you could do your work? You know, the Kurdistan region, after Iraq was liberated or invaded in 2003, then a space was opened for the free media and journalists to work in the Kurdistan region, because before then, because of the Kurdistan region was in two parties, and because of civil war, there were no freedom, free media. It was all, the media all was affiliated to these two ruling parties. But after 2003, then some intellectuals, with the support of some intellectuals here and also funding, they got funded from Europe, they started some media outlets in the Kurdistan region. So we had three free media outlets, and soon I was part of this media. I was working with
I ran a newspaper, which was one of the best, which was just closed a few weeks ago, and also a Levine magazine. I was on the editorial staff, and also I was sometimes contributing to Howlati, which is also a free media. And apart from that, you know, due to internet, and then internet was so pervasive in Kurdistan region, then we had access to internet, and lots of websites started, especially some websites that were far from the Kurdistan region in Europe. They started opening and criticizing the system. So the free media was very strong in Kurdistan region until 2009. Then after 2009, then free media pushed one of the top Kurdish leaders, Noshiro Mustafa, to establish a new political party, which was the Change Movement in 2009, who participated in the Iraqi, in the Kurdistan regional, in the Kurdistan region election, who won 25 seats out of 100 seats, which was something very, you know, it was a milestone in the Kurdish politics. But, you know, the Kurdish media was so strong, and the critics, you know, publishing, you know, it was about corruption and criticizing the oil policies, criticizing the undemocratic rule and this family business in the Kurdistan region was one of the main topics of the free media in the Kurdistan region. But it was not, you know, it was soon was, you know, responded by the KDP and PUK very harshly. And one of the my colleagues in Levine magazine was, he was murdered in 2007 for writing about corruption in within the police and also talking about the family business. And then we thought that this is the end of killing journalists because it was an you know, outrage in the whole Kurdistan region, cities and towns. Everywhere there were demonstrations, especially in the capital city. Then after only 3 years, another journalist, one of the, who was still in the university, he was killed in the center of Erbil for writing a satire about Masud Barzani's daughter. And then again, we were thinking that this is the end of killing journalists. Then in 2013, another journalist in the PUK area was killed just for writing about corruption in Germian. And then another journalist in 2016 was killed in Duhok. So this is four. And apart from this, so journalists have always been kidnapped, beaten, harassed, you know, fired. Lots of such cases. You know, I have faced lots of, you know, threats, kidnappings, and, you know, attempts to kidnap. I have been so lucky to get rid, to escape. And until 2011, there were lots of hopes that, you know, through media, through opposition parties, through our struggle, we can change something in the Kurdistan region. In 2011, when the Arab Spring started, and then in Tunisia, they were able to overthrow their government, their, you know, their ruler, then in Egypt. So people in Kurdistan region also joined the Arab Spring and started the, a kind of revolution, then a Kurdish Spring in 2011 in Sulaymaniye. Then in when 66 days people got to the streets, then you know, the KDP and PUK, they cracked down on the protesters, 10 were killed, 500 got wounded. And during the protests, the ones who are the main victims are journalists. Many of the journalists were beaten. At that time, I was also working with the Reporters Without Borders. I was reporting about all these, you know, human rights abuse and freedom of speech violations. I was also helping the Human Rights Watch. So I documented lots of such kind of violation abuses. Lots of journalists arrested, beaten. And then after 2011, then the free media, the free journalists were not able to resist anymore. Many of them left the Kurdistan region, and still lots of them are leaving the Kurdistan region. And also the KDP and PUK started because of they got easy money from the oil money. And then they established big corporations like Rudaw, which is founded by Nechirvan Barzani, and then Kurdistan 24 by Masrur Barzani. All this, you know, step by step, the free media faded away, and eventually Howlati, which was the
let's say the mother of free media, was closed in 2015. Then Arena was closed a few weeks ago. And Levine somehow has been, you know, almost dead. And it is also controlled somehow by PUK, unfortunately. And now the free media in Kurdistan region and also reporting about corruption is something very difficult, because each time you report about corruption, about the family rule, about the undemocratic rule, then you face, it's not easy, the price is so high. And fleeing the Kurdistan region is continuing. And that also, especially in 2015, because in 2015, Masoud Barzani's term ended, and the opposition parties were trying to amend the presidential law, and they tried to convince him to step down. He refused to step down. Then, when he refused to step down, then he expelled the opposition parties in Erbil, the main opposition party in Erbil, and then he closed down the opposition media and the free media in Erbil. And at that point, then, it was the point that the most of the journalists, most of people who are for a democratic Kurdistan region, they got disappointed and started leaving the Kurdistan region. So ever since 2015, so we can say, you know, the hopes for democracy have somehow completely died. Mm. And in the, again, you know, when the referendum failed, and then the Kurdistan region was not able to pay the salaries of the public employees. In March 2018, then the people of the Kurdistan region, in December 2017, and also in March 2018, then the people of Kurdistan region got to the streets and took the streets. Again, the KDP and PUK used armors and tanks, the same tanks that they have been given by EU and US, they used against the protesters. And a few protesters were killed, tens of journalists were beaten, lots of protesters were arrested and harassed and abused in Erbil and in Sulaymaniyah as well. Frau Svensson, wie haben Sie diese Zeit erlebt, über die Kamal jetzt gesprochen hat, also was die Situation der Journalisten, der Presse angeht, in diesen verschiedenen Phasen? Man konnte ein bisschen den Eindruck haben, als habe es eine gewisse Freiheit gegeben zu berichten, aber man konnte nicht über die Korruption der beiden Familienclans Barzani und Talabani berichten. Das war immer gefährlich. Wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie auch selber als Journalistin, Sie haben ja auch aus Kurdistan berichtet, was haben Sie davon selber abgekriegt? Ist das ein Problem, das vor allem für die einheimischen Journalisten gilt oder gegolten hat, oder ist es genauso für Journalisten, die für ausländische Medien schreiben? Also was interessant ist, ich habe beobachtet, dass es eine völlig gegenläufige Entwicklung gab. Also wir hatten in Bagdad zum Beispiel, gut, also 2003, als die Amerikaner dann kamen und Saddam gestürzt worden ist, das hat Kamal schon gesagt, da war eigentlich ein Pressehimmel, sage ich jetzt mal, oder ein Medienhimmel, aber das war vielleicht 2 Jahre oder so. Man konnte eigentlich, wenn man Geld hatte, konnte man alles drucken, alles publizieren, alles machen. Ich habe damals in Bagdad 2003 oder 2004 25 unterschiedliche Tageszeitungen gezählt, und so ähnlich war das in Kurdistan auch. Es war also wirklich ein offenes Feld für jeden, es konnte alles publiziert werden. So. Und dann setzte aber die Restriktionen ein, vor allen Dingen aber in Bagdad, weil wir hatten ja dann 2006, 7, 8 Bürgerkrieg, und da wurde schon klar, also dass man bestimmte Sachen eigentlich nicht schreiben oder veröffentlichen kann und darf. Und wenn man es doch tat, riskierte man, erschossen zu werden. Und ich kann mich noch erinnern, der Gouverneur damals von Najaf, das ist also eine der heiligen schiitischen Städte, hat gesagt, ja, es ist ja so furchtbar, dass so viele Journalisten getötet werden. Und er würde dann aber uns Journalisten Gräber zur Verfügung stellen auf dem Friedhof in Najaf. Und dann bin ich mal zu ihm hingefahren und habe gefragt, wo er mich denn beerdigen würde und ob er nicht meinte, dass
er uns sollte Schutz geben anstatt Gräber. Und dann hat der Innenminister gesagt, okay, wir Journalisten dürfen jetzt also ziemlich unbürokratisch Waffenscheine beantragen. Ne? Da hätten wir also schießen lernen müssen. Und das hat mir auch die deutsche Botschaft angeboten, dass ich schießen lerne. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, also das nun nicht. Also es war damals so im Rest Irak, sage ich jetzt mal, also bis 2011 ungefähr, waren Journalisten also wahnsinnig bedroht. Und wir haben alle mit neidisch auf Kurdistan geschaut, weil da konnte man veröffentlichen, da konnte man arbeiten. So, und dann drehte sich das. Je mehr also Herr Barzani und seine Truppe in die Kritik gerieten, desto mehr zogen sie die Daumenschrauben an. Und jetzt ist es genau der umgekehrte Fall. Ich kann in Bagdad sehr, sehr gut arbeiten, sehr, sehr frei arbeiten. Ich habe es eben schon gesagt, ich arbeite im Irak freier als zum Beispiel in Ägypten, ja, wo ich immer damit rechnen muss, dass ich jeden Moment ins Gefängnis komme. Ich kann im Irak arbeiten, auch die Kollegen, auch die irakischen Kollegen, aber jetzt ist diese Restriktion in Kurdistan. Und was ich erlebe in Kurdistan ist, dass die Leute absolut eine Schere im Kopf haben. Es gibt keine, so gut wie keine unabhängigen Medien. Übrigens auch im Irak selbst gibt es keine unabhängigen Medien. Die Medien sind alle entweder parteipolitisch geprägt oder aber durch religiöse Gruppierungen geprägt und sind also von denen auch finanziell unterstützt. Man kann aber, wenn man möchte, wenn man 5 verschiedene Fernsehkanäle guckt, zum Beispiel kriegt man schon ein verschiedenes Bild. Also zum Beispiel, wenn man den religiösen Schiitenkanal guckt oder Sunniten oder auch die Kurden oder so. Aber man muss eben wissen, dass das parteipolitisch geprägt ist. Zum Beispiel Rudau, was er auch sagte, ist der Sender von Barzani. Wenn man das weiß, dann okay, guckt man das mit dieser Brille. Oder auch NRT zum Beispiel war ein Sender in Sulaymaniyah und hat sehr stark gegen das Referendum damals agiert. Dann ist er mal einfach vom Netz genommen worden. Aber der Chef von NRT, der also gegen das Referendum war, hat jetzt eine eigene Partei gegründet und hat jetzt auch Stimmen, also auch Sitze im Parlament. Also die irakischen Kollegen oder die kurdischen Kollegen, sage ich jetzt mal, nicht die kurdischen Kollegen, ganz explizit in der Autonomieregion, die sind sehr stark unter Druck, wir Ausländer nicht. Wir können also schreiben, was wir mögen. Allerdings wird das natürlich nicht gerne gesehen, wenn wir gerade... Wir können auch über Kurdistan schreiben. Wir können auch über Kurdistan schreiben. Es wird nicht gerne gesehen, weil Deutschland die Peschmerga unterstützt und auch immer Herr Barzani unterstützt hat. Er hat sich ja gesonnt mit den Besuchen aus Deutschland und hat sich dann auch bestätigt gefühlt. Also wenn wir da kritisch gegenüber ihm schreiben, ist es nicht gerne gesehen. Wir werden manchmal, kriegen wir keine Informationen, wenn wir kritisch schreiben, aber wir werden jetzt nicht bedroht oder verfolgt, so wie die kurdischen Kollegen. Das nicht. Kamal, what are the ways that the Kurdish population can inform? I mean, Birgit Svensson told that all the media are dependent on religious groups, on parties. So where do people get their information from in Kurdistan now? In Kurdistan, this is one of the issues that we have. We have always had this issue that, you know, the information, because the government and also all other institutions in Kurdistan region, military, Peshmerga, you know, security, you know, the business, everything is controlled by them. So that's why they will never give you you know, information, and we do not have the law to that, you know, give citizens or the media, the journalists, to go to the governmental institution and ask for the information. The information is always hidden from the media. For example, one of the, especially if it is about oil and, you know, oil contracts. Just to give you an example, in 2013, the Kurdistan regional government and also the Turkish government, the AK Party government, Erdogan, there is a 50 years oil and gas deal. And it has been 4 years. Even the parliament doesn't know what's inside this deal. And if you ask, you know, it's impossible to get. But sometimes there are some good people within the political parties or the governments, so they will just give you some documents. And through that, those documents, we are able to expose the you know, the corruption and other cases.
And sometimes because the KDP and PUK and also some other political parties are using somehow media against each other. So if there's something about the KDP, so there's a possibility to get from the PUK. And if there's something against the PUK, there's also a possibility to get from the KDP sometimes. In the meantime, because the Kurdistan region is a small region, and also it was very, it was so much underdeveloped. And after 2003, everything changed. It was a booming economy, and it was, everywhere, skyscrapers were everywhere, especially in Erbil and Slemani. And there are, sometimes you just see, you'd go, which one is behind this company. For example, if it is this company, then you will investigate and you will find out what are the, who are behind, who are the owners of a company. If it is about corruption. But it is, it's impossible to get the information that you should give to the population. And that's one of the reasons. When Kurdistan region, announced the referendum, because, Barzani didn't share any information with the people, and people were thinking that behind the scenes, he has been promised that this independent state will be protected by some EU countries and also the United States. If people have been given information about what's going on with regard to the Peshmerga, whether it's the Peshmerga will be able to fight against Iraqi army when Iraqi army will fight the Kurdistan region or not, whether the Kurdistan region economy is, what's the Kurdistan region economy and what the KRG has now, so at that time things will be different with regard to the support of the population. Martina Boyle mentioned the situation that day when somebody tried to kidnap you. Maybe you could tell about something about the situation, what happened that day, and when did you decide and why did you decide to leave the country? I started as journalism in 2005 and 2006. Then I soon joined the Avenue newspaper. In my hometown, we started local newspaper. Then I joined Avenue newspaper and then started, writing in English. And there was a media outlet it was a website in London, Kurdish Media. And then also I started working with Levin magazine, Rega, Standard. They were all, it was, as she said, there were a free space for the Kurdish media and free media. Then I joined Levin magazine, which was the most critical and it has the biggest circulation in the whole Iraq. And then I started working in 2009 then with Reports Without Borders. Apart from that, I was also writing and commenting in TVs and radios. Then in 2011, then I was so outspoken and my views were everywhere somehow. And I was giving interviews to the international media about what's going on, and it was exposing the Kurdistan region through Reports Without Borders. Then there was a kidnapping attempt in Erbil against me. Then, and who tried to kidnap you? Do you know that? Of course, the KDP. But how to know which one was behind? It's so difficult. Just like the killing journalists. 4 journalists have been killed so far. And who are the murderers? No one knows. And who have been behind, but of course they have controlled everything. So how to bring them to justice? It's impossible. Sie wollen was dazu sagen, Frau Sinn? Ja, ich wollte nur sagen, jedes Mal, wenn ein Journalist gekidnappt oder getötet wird, dann heißt es wird jetzt eine Investigation, also eine Untersuchung gemacht, aber ein Resultat bekommt man nie. Ja? So you it was in 2011 that they... Yeah, in they 2011 when there was a kidnapping attempt, I was also under pressure in my hometown and also my family, friends, that I should quit writing all these critical articles, especially at that time I was part of Levin, which was the, one of our colleagues had been already killed. And then, it was Reports Without Borders told me that to go to France. I thought, I should leave my friends. And then
I had studied College of Education English department. Then I applied to a university in India. I went to India to study there for 2 years. Then I was away from Kurdistan region, then studied in India for 2 years. But when I was in India, then I continued writing, especially in English. With the there was we had a Kurdistan Tribune still continuing. It's in UK. Then after 2003, I came back in Kurdistan region. Then we had some initiatives. We had Kurdish policy. Then we started the Pasdawan. I also, you know, started writing for like Al Monitor. You know, I was contributing some articles to the some international media. I was giving interviews to local and international media. And then, you know, when the Kurdish free media was getting was fading away, then we also we were able to use social media, especially Twitter and Facebook. Like, you know, I was writing an article or a piece or whatever, a post, then other Kurdish media websites they were using were posting on their website under my name that they have given, they had received from my Facebook account. Then also, apart from our, you know, writing about what's going on, then we also, you know, we had seminars and talks about, you know, because we were thinking that in Kurdistan region, even though we are journalists and we are independent journalists, but we are also part of the society. So through our talks, our debates, our and like seminars, we were pushing for democracy, human rights, and freedom, and anti-corruption. Then this continued until you know 2017 before the referendum. Then when the referendum was decided, so it was in I think 7th of June. Then Barzani decided, then announced that we will have a referendum on 25 September. Then a group of journalists and intellectuals, I and also another friend, he is in Australia, Kamyar Sabir, and also other friends, Dr. Niaz, lots of people, we started a campaign. So our campaign was the first one to oppose the referendum, or also Barzani's referendum. Then the political parties somehow, you know, it was Shaswar, the one, he has just announced his new political party, New Generation. He received 4 seats in the Iraqi parliament. After we opposed the referendum, he also joined it, and also he initiated another campaign. Then our campaign became so big, then the KDP, especially the KDP, started, you know, like threatening, trying to kidnap us, trying to abuse us, and then considering us through their media, through their, you know, speeches, that these people are traitors, are betraying the nation, and they are doing the big treason. And also they, you know, they were also some officials, they were saying that they were pushing for this, you know, views that if this state will be announced, these people will not be able, they should, you know, they should be, the Kurdish citizenship will not be given to them. And then, you know, pressures were continuing. And I also participate in the in protests, because when you are a journalist in Kurdistan region and we are, when you are outspoken, people are expecting from you not only to be a journalist, also to join them to in protests, to talk to them. So I joined to the last protest I joined was a few weeks or, you know, yeah, a few weeks I before I came here. And during the protest, because I'm a journalist, even though in the name of covering the protest, I participate, but, you know, sometimes I was speaking to them as well. Then the police, the security, and, you know, the armed forces, they were targeting me or other journalists, not only me, but I might be more outspoken. And then, you know, before this protest, it was in beginning of 2017, then there was a protest. So they brought the masked
masked security forces that no one knew them, so that, you know, when they will attack you, they will not be known. So he just, you know, pointed his Kalashnikov against me and telling me that, you know, you will be killed if you not go away from here. And last protest, you know, I was just sharing with Martina when I came here. So when the head of the security force, he told me that, look at the people that are around you. They might be 50, but look at the security forces of me. They might be more than 200. So in a matter of you start the protest, you will be, you know, finished. Then he held my hand, and he was trying to, you know, take me away, so as to, you know, taking me to a prison. And then if you are, 5 minutes is enough. If you are under the arrest of the KDP or PUK, then you will be beaten to death. Then I was happy, you know, lots of friends and, you know, other lots of friends were behind me, and he was holding my hand, and the others were holding my, you know, my belt. Then, so they could not. Then when people saw all this, somehow, like, you know, clashes or you know, standing against each other, then lots of other people came, and then they were not able. So I was so happy to be in my hometown and around by lots of people. But what happened to my friends, my colleagues in Erbil, was completely different. They were arrested, and they were beaten to death. And, it, you know, we were reporting every day. For last day in the protest in Erbil, one of my colleague, she's a very outspoken journalist. She's still in Erbil, and she just called me, Kamal, you know, they are chasing me. And I was at the main, you know, main TV channel, NRT. I just spoke, and I said, just a few minutes ago, my friend is going to be arrested. People should do something. Then at that time, one of the top KRG officials called me that, you know, he's from the PUK. So he said, what I can do? Because even now, I cannot do anything with regard to the KDP security forces in Erbil. So the situation is like this for the journalists in the region. Frau Svensson, was haben Sie mitbekommen von dem, was Kamal jetzt erzählt hat, als Journalistin, die im Irak lebt? Ja, natürlich kriegen wir das mit, wenn den Kollegen was passiert. Das spricht sich rum, auch in Bagdad. Klar. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass also eine Schieflage in der Wahrnehmung meiner Meinung nach passiert. Also in Erbil oder von der KAG, was er sagt, das ist übrigens die kurdische Regionalregierung, die Abkürzung, wird immer gesagt, wir sind demokratisch, wir haben demokratische Wahlen und so weiter und so fort. Und es wird eigentlich nicht so sehr wahrgenommen, in der Weltöffentlichkeit, dass das eben im Moment rückwärts geht und dass von Demokratie in Kurdistan überhaupt keine Rede sein kann. Und das kriegt man natürlich mit, klar, wenn man vor Ort lebt, dass das immer enger wird. Was ich noch dazu sagen wollte, zu dem, was Kamal gesagt hat, wenn man eine Bedrohung bekommt, das ist mir auch oft passiert, dann ist es zermürbend, weil man nicht weiß, wie lange die Bedrohung existiert. Man weiß nicht, wann man wieder sich sicher fühlen kann. Das ist ziemlich schlimm. Also das geht auch auf die Psyche. Ne? Weil wenn man dann bedroht wird, hinter jedem sieht man eigentlich einen Kidnapper oder man guckt sich immer um und denkt, huch, will der mir jetzt was oder so. Also man weiß immer nicht, man kriegt ja keine Endwarnung, man kriegt nur eine Warnung. Das heißt, das ist das, was einem dann zermürbt. Ich würde gerne jetzt die Fragerunde öffnen zum Publikum hin, würde aber Sie bitten, Fragen zu stellen. Ich weiß, dass es beim Thema Kurdistan sehr viele Experten gibt, die eigene Meinungen haben, aber dass wir vor allem Fragen stellen. Und fangen dann hier vorne an mit Peter Matthias Gede. Der Titel des Abends heißt Kurden unter Beschuss. Wir haben jetzt sehr viel von... Das ist nicht das Mikrofon. Ja, genau. Peter Matthias Gede. Der Titel heißt Kurden unter Beschuss, aber wir haben jetzt heute Abend gehört, der Beschuss innerhalb der Kurden.
Genau. Sagen Sie, wir müssen uns von allen Illusionen befreien. Die Kurden haben ja bei uns ein sehr gutes Image. Sie haben Teile der Jesiden gerettet. Sie kämpfen, wie ich finde, zu Recht gegen Erdogan. Sie haben den IS bekämpft. Ist das, was Sie hier schildern über die Kurden im Irak, typisch für die Kurden in Syrien, in der Türkei ebenfalls? Müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Rolle der Frau beispielsweise eine ganz andere ist bei den Kurden und dass daran eben doch eher demokratische Anlagen in dieser kurdischen Nation sind? Ist die Frage für mich, oder? Ja. Also erstmal muss ich dazu sagen, dass es die Kurden meiner Meinung nach nicht gibt. Den Fehler machen wir schon mal. Ich denke, man muss sehr unterscheiden zwischen den irakischen Kurden, den iranischen Kurden zum Beispiel auch, den syrischen Kurden und auch den türkischen Kurden. Ich denke, ich rede jetzt für die irakischen Kurden, weil ich im Irak arbeite. Mit den türkischen Kurden kennt sich Kamal besser aus. Bei den irakischen Kurden, denke ich, müssen wir uns vor der Illusion verabschieden, dass die demokratisch sind, ja. Und wir müssen uns auch davon verabschieden, dass wir meinen, dass die Frau da besser behandelt wird als anderswo in der arabischen Welt, ja. In Kurdistan, Irak-Kurdistan ist ein sehr, sehr autokratisches Regime. Und das hat sich ganz deutlich gezeigt. Wir haben, als ich dann in Kurdistan gewohnt habe, ich habe ja schon gesagt, 2006, 2007 war ich in Erbil und wir haben dann eine deutsche Schule aufgemacht, weil es sehr, sehr viele Rückkehrer damals gab. Also es war ein Boom an Rückkehrern, die aus Deutschland, aber auch aus Schweden, auch aus anderen Ländern zurückkamen nach Kurdistan mit ihrem Know-how, was sie im Westen oder in Europa erhalten haben, die kurdische Region aufbauen wollten. Und eben, es gab dann sehr, sehr schnell ein absoluter Kulturkampf, also Tradition gegen Moderne. Und ich habe damals sehr, sehr viel darüber geschrieben, über die kurdischen Rückkehrer aus Deutschland, weil in Deutschland war die größte kurdische oder ist immer noch die größte kurdische Diaspora außerhalb Kurdistans. Und ich habe da immer gefragt, meint ihr, ihr gewinnt? Und sie waren davon überzeugt, sie gewinnen, sie werden Kurdistan moderner machen und die Frauen eine bessere Position. Und sie haben verloren. Und wir haben jetzt ganz stark bei der deutschen Schule gemerkt, wir haben nur noch die Hälfte der Schüler, die wir 2010 hatten, die sind alle wieder zurückgegangen oder ein großer Teil ist zurückgegangen. Und ich habe Mädchen, ich bin dann auch durch die Klassen und habe mich hinten reingesetzt und habe zugehört, Mädchen, die geheult haben, weil sie mit dieser Situation in Kurdistan, mit diesem wirklich autokratischen und sehr, sehr traditionellen Regime oder mit der traditionellen Gesellschaft einfach nicht klarkamen. Sie kamen aus Deutschland, sind da sozialisiert gewesen, konnten teilweise nur Deutsch, kein Kurdisch, durften nicht Fahrrad fahren, durften nicht ausgehen, wie sie wollten und. Also die Frau in Kurdistan ist sehr, sehr eingeschränkt, ja. Can I add? Yes, a short answer. Yeah. So the question is very interesting. So that's why, you know, there are differences between the Kurdish and even the Kurdistan region of Iraq. You know, there are, you know, a monopoly of two ruling families and two ruling parties. You know, the society is completely different. The opposition parties are also different. And if it was not the electoral fraud and vote rigging, the KDP and PUK would not be able to win again the majority in the Kurdistan region. And this is why I don't want to, you know, create this impression that the Kurdistan region is, you know, like the Saudi Arabia. This is first. And secondly, with regard to Iran, the Kurdish people are completely under oppression and they have, you know, their rights are oppressed and there's nothing, even the revolution is not that way. That's why Iranian Kurds are not in the media. But when you go to Syria and also Turkey, things are completely different. We have great hopes in Syria as well as in Turkey. And we just had elections yesterday. And luckily, the HDP, the pro-Kurdish party, you know, they were able to surpass the 10% threshold. And you know, the HDP is completely different. A very, you know, a pro-democracy political party. They are, you know, from all the, you know, pro-minority, and they have just, you know, out of 67 party, seven members of parliament, 25 are women.
And there, you know, even there are some LGBT rights activists within the HDP, which is something impossible to see within the ruling Islamist AK party. And if you compare, you know, the Kurdish politicians, like which is represented by HDP, as compared to the AK party, they are completely two world views, completely two different worlds. And this is, you know, even many Turkish people are considering the HDP as a hope for Turkey, because if it is not the, you know, HDP, you know, the AK party will be winning, you know, absolute majority. And imagine what will happen under the, you know, this elected autocrat Erdogan. What will happen in Turkey? And we have already seen they have supported the ISIS. They have cracked down on political dissent. Thousands of political activists are in prison. Almost 120 journalists are in prison now. The main Kurdish opposition party leader, Salahaddin Demirtas, along with other 12 other MPs, are in prison now. He was running his campaign within the prison. And, you know, hundreds of thousands of people have been fired from their jobs. Free media has been completely, you know, closed in Turkey. But HDP has been completely different. With regard to Kurdish people in Syria, again, even though I'm not saying that in Syria they are building a democracy which is completely different from the whole world, but still there is something which is completely, completely different from the Assad regime and also from the pro-Turkey Free Syrian Army. And you know, we have seen that Christians, Muslims, Kurdish, Turkmen, Assyrians, Chechens, all of them have come together to fight against ISIS. And we saw that, you know, if it was not the SDF, the Syrian Democratic Forces, supported by the Kurdish, the main Kurdish YPG, it was impossible to see the defeat of ISIS. And you know how the women participation in the army and also in the society, and how they have, you know, worked very well with the global coalition to counter ISIS in Syria. But of course, with regard, you know, they have their also economic issue. They have some, you know, political rivalry within the other political. Okay, I think we should also let some other questions. Okay. Okay. Nächste Frage dahin. Dahin. Franz Josef Pröpper, ich habe zwei kurze Fragen. Erstens, welche Auswirkungen wird das Wahlergebnis in der Türkei nicht nur für die Kurden in der Türkei, sondern im syrischen Grenzraum haben? Denn es stehen ja Ambitionen im Raum, dass Erdogan reinen Tisch machen will, in Anführungszeichen, in dem Grenzgebiet. Frage 2, welche Auswirkungen wird die sich abzeichnende Koalition im Irak für den Nordirak, will sagen, für die Kurden haben? Frau Svensson, wollen Sie versuchen zu beantworten? Sie meinen jetzt, ich muss noch zum Verständnis, Sie meinen die Koalition in Bagdad für, also okay, gut, dann habe ich es richtig. Das war die zweite Frage, ja. Ja, okay. Nimmst du die erste? Okay. So with regard... please try a short answer. Okay, with regard... It's very difficult to, you know, to envisage what's going to happen. Erdogan, you know, he has the absolute power now. From today, the presidential system will be implemented. Then he will become much more stronger. So either, you know, there is one hope that hopefully the peace talks with the Kurdish people will resume, and if that will happen, then Erdogan will not consider the Kurdish in Syria as a threat. But if peace talks will not happen, will not resume, then I think the whole region will be more destabilized and Erdogan will further incur into Syrian borders, and there will be more fighting with the Kurdish YPG or SDF. Maybe, you know, they are in Afrin, they may lead to even Manbij or maybe into other Kurdish cities like Kobane. Okay, Frau Svensson. So, die zweite Koalition in Bagdad. Muqtada al-Sadr hat gesagt, er möchte mit den Kurden arbeiten.
Und was die Kurden anbelangt, sie haben weniger Sitze als im letzten Parlament. Sie sind sehr zerstritten, also sie sprechen nicht mehr mit einer Stimme in Bagdad. Das heißt, es wird wahrscheinlich unterschiedliche Koalitionäre geben. Das heißt, sie werden an Macht und Einfluss verlieren, das haben sie auch schon. Aber sie werden in der nächsten Regierung wohl präsent sein, in welcher Konstellation auch immer, das wage ich jetzt nicht zu prophezeien. Da war eine Frage viel auf der Seite, glaube ich, oder? Nehmen wir hier vorne. Okay. Danke. Birgit, manchmal hört man hier, dass nach den Wahlen al-Sadr, der früher als Iran-freundlich galt, sich da nun in eine Regierungskoalition hineinschleicht und plötzlich etwas ganz Neues macht. Was passiert da eigentlich? Sehen wir das in Europa falsch? Erzählt ihr uns das falsch? Oder sind wir alle verwirrt? Also Muqtada al-Sadr, finde ich, ist die spannendste politische Figur im Irak überhaupt. Also der Mann, der hat so viele Gesichter, das ist unglaublich. Also er hat angefangen, erinnern wir uns, gegen die Besatzer, also gegen die Amerikaner zu bomben. Und er hat damals, ich weiß nicht, er rühmt sich sogar damit, dass seine Mehdi Army, ich glaube, 6000 Anschläge gegen die Amerikaner damals vollbracht hat. Und er hat damals schon sehr stark mit dem sunnitischen Widerstand gearbeitet. Also er hatte da keine religiösen Barrieren oder so. Es ging ihm einfach darum, die Besatzer wollte er weghaben, die Amerikaner wollte er weghaben und die mit ihnen zusammenarbeiten, auch. Also diese Zusammenarbeit jetzt mit den Sunniten, die er anstrebt, stammt auch aus der damaligen Zeit. Ja, also man muss sich vorstellen, Al-Qaida und Muqtada al-Sadr haben gegen die Amerikaner gebombt. So. Und danach haben die Amerikaner selber gesagt, also für den Bürgerkrieg, den wir hatten, also als Sunniten Schiiten umgebracht haben und Schiiten Sunniten umgebracht haben, ist zum großen Teil Muqtada al-Sadrs Miliz, die damals Mehdi Army hieß, verantwortlich. Sie haben einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und dann ist er in Iran abgehauen und hat gesagt, er muss jetzt Koranstudien vollführen. Und zwar war er in der heiligen Stadt Qom. Und dann ist er eigentlich abgetaucht und ist erst wieder aufgetaucht, als die Amerikaner verschwunden waren. Aber ich muss dazu sagen, Muqtada al-Sadr hat immer die nationale irakische Karte gespielt. Er hat immer gesagt, wir sind, also meine Familie und ich sind nie ins Exil gegangen. Anders wie andere schiitische religiöse Führer, zum Beispiel al-Hakim oder so, die sind im Iran im Exil gewesen. Die Sadr-Familie nie. Muqtadas Vater ist ermordet worden von Saddam, sein Onkel auch. Also die ganze Familie wurde von Saddam verfolgt, aber sie sind immer im Irak geblieben. Das muss man wissen, wenn man über Muqtada al-Sadr redet. Er ist also ein absoluter Nationalist. So, also er kam zurück aus dem Iran, hat seine Macht, die Armee aufgelöst und hat Basisdemokratie gemacht. Er hat abstimmen lassen, wen er jetzt in der Regierung unterstützt. Also wir waren völlig baff in Bagdad, als er dann plötzlich wie so die Grünen bei uns Stimmzettel verteilt hat, wen soll ich jetzt unterstützen als Ministerpräsident. So. Und dann hat er sich, wie ich vorher schon erzählt habe, ja an die Spitze der Bewegung gesetzt, also der Bürgerbewegung gesetzt für, was weiß ich, mehr Strom und dann besseres Wasser und so weiter. Und dann ging es natürlich auch um Reform und Korruption. Also das ist Muqtada al-Sadr. Und jetzt sagt er, er möchte ein Bündnis, ein breites Bündnis mit allen, mit den Sunniten, mit den Kurden, mit den Christen. Alle will er in seiner Regierung haben, die unterstützt er. Er selber strebt kein Regierungsamt an, also er wird kein Premierminister, keine Angst. Aber er möchte also ein nationales Bündnis. Und er ist sowohl, also er ist ganz stark gegen Iran gerichtet, aber er findet es auch nicht gut, wenn die Saudis zu viel Einfluss im Irak haben, obwohl er versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Er war in Riad zum Beispiel kurz vor den Wahlen und hat mit Salman gesprochen, also mit dem Kronprinzen. Also er versucht auszugleichen auf beiden Seiten und versucht einfach ganz knallhart die irakische Karte zu spielen. Zwei Fragen, eine hier und eine dann hier drüben. Ja, Regenhardt ist mein Name. Wir sprechen immer von den Kurden. Ist das eigentlich eine einheitliche Ethnie, die Kurden im Irak? Wir betreuen zum Beispiel in Hamburg eine jesidische Familie. Das sind auch Kurden, denke ich, ne?
Sind die Kurden eine einheimische Ethnie oder gibt es dort ganz verschiedene Strömungen, die vielleicht auch teilweise gegeneinander arbeiten? Ich glaube, dass die Frage aber, was die unterschiedlichen Strömungen angeht, schon ausführlich eigentlich von Kamal beantwortet worden ist. Die gibt es natürlich in jedem Fall, diese Strömungen. Die Kurden nicht gibt, haben wir schon gesagt. Und Frau Svensson hat auch gesagt, die Kurden gibt es nicht. Aber vielleicht, maybe Kamal, you want to give a short answer? Okay, of course, Kurdish people are one ethnicity, but there is huge difference between them. Especially, you know, there are different dialects and because of this division into four parts of Iran, Turkey, Iraq, and Syria, there have been differences between them. And politically, there are huge differences among political parties. But with regard to ethnicity, as far as I know, they are one ethnicity and with different dialects that most of the dialects are interchangeable. Okay. Sie haben eine Frage noch? Mein Name ist Karpen, ich will nur kurz nachfragen bei Frau Svensson und bei Kamal. Die Frage geht im Grunde genommen in Ihre Richtung. Die Kurden gibt es nicht, es gibt auch die Deutschen nicht, die Engländer auch nicht. Aber immerhin hat Deutschland die Wiedervereinigung gesucht und Korea sucht sie. Gibt es eine Art Nationalgefühl, ein Grundgefühl, was wir ansprechen, wenn wir sagen, die Kurden sind ein Volk ohne Staat, und zwar schon sehr lange. Gibt es also ein grundlegendes Nationalgefühl, was einmal dazu führen könnte, dass sie nach einem eigenen Staat streben? Kamal, that's a question for you. You want first? Okay, you can go. Ah, okay. Ja, das ist ja mit dem Referendum versucht worden. Na? Das ist mit dem Referendum versucht worden und Masoud Barzani hat auch ganz gezielt, als der Bürgerkrieg in Syrien zum Beispiel losging, hat er ganz gezielt syrische Kurden aufgenommen. Es gibt ein riesiges Lager Domitz bei Dohuk, wo 60.000 syrische Kurden sind, also wirklich ein riesiges Lager. Und die Idee war oder der Hintergedanke meiner Meinung nach war, dass man eben die syrischen Kurden dann auch mit in einen eigenen Staat Kurdistan integriert. Und mit ihnen zusammen dann versucht, einen eigenen Staat zu haben. Das ist schon passiert. Und ich meine, dass die Kurden im Irak zumindest so 2010, 2011 auch die große Chance gehabt hätten, einen eigenen Staat auszurufen. Da waren sie nämlich im Zenit ihrer Macht. Sie hatten in Bagdad sehr, sehr viel zu sagen. Die Kurden haben zum Beispiel die irakische Verfassung zum großen Teil mitgeprägt. Sie haben in der Regierung sehr, sehr einflussreiche Posten gehabt. Aber zu warten jetzt bis nach Daesh und bis alle anderen sozusagen, die Weltgemeinschaft war sich ja einig gegen dieses Referendum, keiner hat sie unterstützt. Das war, glaube ich, das war meiner Meinung nach der Fehler. Keiner hat sie unterstützt, weder die Amerikaner noch die Europäer. Selbst Putin hat gesagt, er findet die Idee nicht gut. Also wie kann man einen eigenen Staat sozusagen anstreben ohne internationale Unterstützung? Ich kann mich noch erinnern, ich war bei dem Referendum, wie ich schon sagte, in Kirkuk. Ich habe mit dem Vertreter der Barzanis in Kirkuk, mit dem Vertreter der KDP damals gesprochen und ich habe gesagt, er hat zu mir gesagt, ja, aber ihr Deutschen habt doch auch die Wiedervereinigung gemacht und Herr Kohl und so weiter. Ich sage, ja, aber Herr Kohl hat mit allen anderen gesprochen und ihr meint, ihr könnt das alleine durchziehen. Das war die Stimmung damals und das war eben falsch. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Frau Svensson, ich danke Ihnen, Kamal, thank you very much for the discussion. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es noch Fragen gibt, Sie können gerne die beiden noch abseits dann hier fragen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Danke.